Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr habt das bestimmt auch schon bei anderen YouTubern gesehen. Die meisten YouTuber haben noch immer Unboxing-Videos über Überraschungspakete von Amazon gemacht. Und ich habe mir mal gedacht, wenn es andere auch machen, dann probiert das auch mal aus. Ich habe mir jetzt auch so ein Überraschungspaket von Amazon bestellt, was ungefähr 10 Euro gekostet hat. Und darüber möchte ich jetzt ein kleines Unboxing-Video machen und schauen gemeinsam noch mal rein, was da drin ist. Also nach dem Intro geht es weiter. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, das ist dann unser Überraschungspaket von Amazon. Dann wollen wir mal gleich mit unserem Unboxing-Video mal beginnen und schauen, was uns da drinnen erwartet. Ja, da brauche ich mal wieder mein schönes Messerchen, was ich mein letztes Mal im Unboxing-Video gemacht habe drüber. Wollen wir es auch mal gleich mal öffnen. So. Das kommt hier zur Seite. Ja, hier ist so eine kleine Tüte drinne. Noch so schönes drin, ein paar Gutscheinkarten. So, dann wollen wir auch mal beginnen. Was steht hier schönes auf der Tüte drauf? Sparschwein, www.spar-schwein24.de. Kenne ich nicht, noch nie was von gehört, aber ich bin mal gespannt, was da drin ist. So. Was ist das hier schönes? Flipflops! Das ist doch mal was Feines. Das war jetzt gerade nicht so meine Farbe, aber es war nicht auch meine Größe. Größe 36, da wird sich sicherlich meine Tochter drüber freuen. Aber das ist doch mal eine nette Idee. Kann man nicht meckern. Sowas kostet ja auch mal sogar 2-3 Euro. Kommen wir zum nächsten. Das ist dann hier schönes Teelöffel. Ja, Made in China. Steht da noch irgendwas Arabisches drauf. Dazu kann man auch für Kaffee auch benutzen. Sehr billig gemacht auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ein Kochlöffel-Set. Aus Holz. Das ist doch mal was Feines. Das kann man mal gut in der Küche mal gebrauchen. Haben zwar welche, aber kriegt man ja nicht genug von. Man sieht, dass die Verarbeitung auch nicht gerade super ist vom Holz her. Aber ich denke mal, man kann es auf jeden Fall benutzen. Auch keine schlechte Idee. Kommen wir zum nächsten. Was haben wir hier schönes? Fingernagelklipper. Auch das ist doch mal was Feines. Haben zwar schon welche, aber kann man mal immer wieder mal gebrauchen. Auch Made in China. Ne, ist auch mal was Feines. Das kostet auch mal eben bei Rossmann oder Diamant seine 2, 3 oder bis 4 Euro. Was haben wir jetzt als nächstes? Durmax. Strawberry und Orange. Was ist das denn? Das ist ein Textmarker. Irgendwie malt er nicht. Das muss schon ausgetrocknet sein. Na dann. Schön klein. Ja. Machen wir weiter. Happy Birthday! Spiral Party Candles. Das sind Kerzen. Hast du Geburtstagstorten, Kerzen. Oh, was Feines. Kann man auf jeden Fall auch gebrauchen.
für die nächste Geburtstagsfeier. Auf jeden Fall nicht schlecht. So, weiter, was haben wir hier? Bitch, solltest nicht so laut sagen. Was ist denn das hier? Das ist eine Handytasche. Aber passen hier überhaupt noch Smartphones rein? Ist was drin, ne? Karabiner. Achso, man kann das hier umhängen. Passen hier noch Smartphones rein? Die uralten Handys von damals, weil da hätte ich ja gesagt, ja okay, die passen da rein, aber ein Smartphone. Das wird aber eng. Aber könnte vielleicht reinpassen. Keine verkehrte Idee, nicht schlecht. Würde ich mal nachher mal ausprobieren, ob mein Smartphone, mein Samsung da reinpasst. Ja, weiter geht's. Was ist das denn? Ist das ein Portemonnaie? Ist das auch schon auf? Sieht ganz edel auch an. Das ist was Japanisches auf jeden Fall. Ganz auch an. Ah, Leute, guckt euch das mal an. Das ist ein Spiegel. Zum Schminken gedacht. Das ist doch mal was Feines. Da freut sich bestimmt meine Tochter und meine Frau drüber. Aber weiter. Was haben wir hier? Ein Feuerzeug. Diese Billigfeuerzeuge. Habe ich zwar genug von, aber man kriegt ja nicht genug. Nur weiter. Was haben wir hier Schönes? Ein Kamm. Das ist doch mal was Feines. Das ist nicht mal was für mich brauchbar. Ich kann ja nicht meine Haare mal kämmen. Ich habe auch gerade so viele Haare auf dem Kopf auch drauf. Ist nicht schlecht. Immer weiter, was haben wir hier Schönes? LED-Teelichter, das ist doch mal was Geiles. Das kann man gebrauchen, davon habe ich auch ein paar zu Hause. Die sind aber fein, die sind auch ein bisschen auch romantisch, wenn man keine richtigen hat. Kann man sie auch, ja, mal die mal probieren. Die sind fein. Kosten habe ich damals auch mal für zwei Stück gerade für 2,50 bezahlt, also nicht gerade billig. Machen wir weiter. Was haben wir hier Schönes? Schmetterling, Feder. Ah, das ist ein Kugelschreiber. Frage, ob das denn auch schreibt. Aber man kann es auch irgendwie für die Blumenvase auch benutzen. Das ist was Feines. Machen wir weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Was ist das? Taschentücher. Vier Lagen von der Marke Kripa. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber ja. Die Marke aus Sachsen. Qualität aus Tradition. Ich kenne die Marke überhaupt gar nicht, habe noch nie was von gehört. Aber ich werde mal später mal, wenn ich mal niesen muss oder kann ich die mal benutzen. Machen wir mal weiter. Hier. Was ist das denn? Heftklammer. Hey, da kann ich mal was anfangen. Frage, ob die bei mir auch passen in meine Klammer. So wie es aussieht, von der Größe her sieht das gut aus. Ja, will ich mal nachher mal testen. Was haben wir hier schön? Plastikflip. Wie nach einem Bügel aus. Aber was kann man daran? Auf jeden Fall auch Maiden-Scheine. Also, ich würde mich wundern, Alter, wenn man hier irgendwo stehen würde, Made in Germany oder Made in was weiß ich. Alles nur China hier. Naja, machen wir weiter. Was haben wir hier noch? Duftbaum von Expose. Nach was riecht denn das? Rosé.
Ding. Jo. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, wenn man auf jeden Fall mal ins Auto mal hängt. Aber es riecht nach. Es riecht nach diesen Toilettendüften irgendwie. Naja, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier Schönes? Haarklammern. So freut sich bestimmt auch meine Frau oder meine Tochter drüber. Weil die kaufen sich ja so oft die Dinger hier. So, weiter. Was haben wir hier? Ein Karabiner. Jo, Schlüsselkarabiner. Mal hier so drehen. Okay. Ja, ist nicht schlecht, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ist aber auch ziemlich leicht. Ich weiß gar nicht, ob Karabiner mal so leicht waren eigentlich. Die waren echt ziemlich schwer gewesen. Naja. Machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes drin? Was ist das hier? Wieder Haarklammern, auch Gummihaarklammern oder Gummibänder. Die Haare, Made in China, Fashion Juwelerie. Ja, da freut sich auf jeden Fall meine Tochter darüber. Gehen wir mal weiter. Was ist das hier? Lipstick, Lippenstift. Ist auf jeden Fall nichts für mich, aber. Vielleicht kann damit meine Frau was damit anfangen. Also ich muss auch ehrlich sagen, hier sind mehr Sachen drin für die Damen als für die Kerle, finde ich. Was haben wir als nächstes? Ein Cuttermesser. Ja, so ein kleines Cuttermesser. Ziemlich sehr billig gemacht. Wurde auch schon abgeschnitten hier. Kann sein, dass das bestimmt ein Set mal war. Und die haben das auseinandergeschnitten und das einzeln in jede Tüte verpackt. Schlau von denen. Machen wir weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Was ist das denn hier? Ist hier so ein Lippenstift? Das mal an, Leute, das ist ein Pinsel. Ein Pinsel ist das, ein Schminkpinsel. Kann man so runterdrücken, dann kommt der raus und hoch und wieder zu. Ziemlich billig gemacht, aber. Ist aber was Nices. Freut sich bestimmt auch meine Frau darüber. Oder meine Tochter. Wie gesagt, hier sind auf jeden Fall mehr für die Damen als. Die Kerle, das kann ich nicht annehmen. Was haben wir hier Schönes drin? Was ist das? Ah, das ist eine CD-Hülle. Hier kann man eine CD reinmachen oder zwei und dann kann man sie so zumachen. Praktisch. Aber auch ziemlich billig gemacht. Aus dem Chinesen kommt. Kann man mal gebrauchen. Was haben wir hier noch Schönes? Application zum Aufbügeln. Das ist ein Dino. Das ist auf jeden Fall so ein großer Dinosaurier. Steht hier drauf. Benko-Applikation. Gebrauchsanleitung. Erstens. Kleidungsstück so hinlegen, dass innere Seite außen liegt. Zweitens. Benko-Applikation an gewünschte Stelle. Das Kleidungsstück bringt mit beschichteter Seite nach oben. Drittens. Bügeleisentemperatur auf 3 einstellen. Viertens. Ca. 12 bis 15 Sekunden lang unter leichten Druck anbügeln. Sollte sich die Benko-Applikation immer lösen, kann sie ohne weiteres durch Nachbügeln wieder befestigt werden. Okay. Mit Anleitung, das ist gut. Was hat die mal gekostet? Könnt ihr das sehen? 4,29 €. Alter Leute, 4,29 € hat das mal gekostet. Das ist schon so alt, das ist. Seit wann haben wir den Euro? Seit 2002 oder 2001? Das ist über 15, 16 Jahre alt, das Ding. So lange liegt das schon irgendwo bei denen in den Kisten rum.
und versuchen das Ding loszuwerden. Heftig. Na dann. Jetzt braucht. Was haben wir hier noch so Schönes? Eine Haarklammer. Sehr billig verarbeitet. Allein das Plastik schon ist sehr billig. Das wird, freut sich bestimmt meine Frau oder meine Tochter. Haben wir hier Bullet Rubber. Das ist ein Radiergummi. Ja, Mann, das ist ein Radiergummi. In verschiedenen Farben. Ups, jetzt habe ich sie alle ausgezogen. Ah, so funktioniert das. Man kann sie dann rausziehen und dann hier unten dann reinstecken. 1 Cent. Und dann hat man da verschiedene Farben. Ja, freut sich bestimmt meine Tochter darüber, wenn ich hier das sehe. Kann sie auf jeden Fall in der Schule gebrauchen. So, machen wir weiter. Was haben wir hier Schönes? Das ist ein Geschenkpack. Hier, das ist so ein Bändchen, diese Bände, was man auf Geschenkpapier aufmachen kann. So, das ist auch was Nützliches. Kann man gebrauchen. So, was haben wir hier denn noch? Wir haben hier noch einen Tesafilm. In der Farbe Grün. Mit Motiven da drauf. Und da steht Made in China. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, weil meine sind bald alle. So, was haben wir hier noch? Kommen als letztes. Was ist dieses Teil hier? Was ist das denn hier? Das sieht mir nach so einem Frühstückstablett aus. Was ziemlich billig gemacht wurde. Farbschichten wurde nicht richtig gemacht. Sehr billig gemacht auf jeden Fall. Und kaputt ist es auf jeden Fall auch schon. Man sieht da schon, wie billig das gemacht wurde. Also, wenn man mehr auseinander bewegt, dann reißt das mehr. Naja, das sollte man noch nicht viel erwarten. So, ja, ich würde sagen, das ist auch schon mal alles, was drin war. So Leute, das war's noch von diesem Video. Ein kleines Fazit von mir. Ich würde halt sagen, für 10 Euro kann man sich dieses Paket mal holen und sich gönnen und schauen, was da halt drin ist. Für mich waren jetzt nicht wirklich viel interessante Sachen bei, was ich ja davon gebrauchen könnte. Da sind viel mehr für die Damen dabei gewesen. Ich hoffe, dass sich meine Frau und meine Tochter darüber freuen. Aber ich denke mal so im Ganzen, für 10 Euro kann man das Paket auf jeden Fall sich mal gönnen, weil da sind auf jeden Fall auch mal Sachen dabei, die natürlich mal 2 Euro oder 3 Euro mal kosten, und das ist schon, das lohnt sich schon auf jeden Fall. Es sind auch viele Sachen noch bei, die schon Ewigkeiten, denke ich mal, bei den Herstellern bzw. bei den Lieferanten schon rumliegen seit Jahren und die das jetzt versuchen halt loszuwerden durch diese Überraschungspakete. Also Fazit von mir, man kann es kaufen und testet es mal selber mal aus. Vielleicht sind auch mal andere Sachen auch bei, die ihr auf jeden Fall mehr gebrauchen könnt als ich. So, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann würde ich mir gerne wünschen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert meinen Kanal jetzt. Und teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden und Verwandten und sonst noch wem. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Video, beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, bis dann, ciao.